Ein Haus voller Schätze und Geschichte, vieles entdecken, Gutes erkennen. Wir dürfen Ihnen auch in diesem Jahr neue Ausstellungen und Projekte am Stadtmuseum in Bautzen vorstellen. Und bei mir ist zu Gast Hagen Schulze. Er ist Diplom-Museologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Stadtgeschichte am Museum Bautzen. Einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Schulz, die neue Kabinettausstellung hier im Haus, Gustav Wolff mit kritischem Blick, Zeichnungen und Gedanken zum Ersten Weltkrieg. Auf was muss sich der Besucher einstellen, wenn er diese Ausstellung besucht? Ja, wir haben eine Ausstellung zum Ersten Weltkrieg eingerichtet. Es ist eine Ausstellung, die von einer Biografie ausgeht. Es handelt sich hier um Gustav Wolff, der später als Heimatschriftsteller und Mundartdichter in der Oberlausitz bekannt geworden ist. Und Gustav Wolff ist zwischen 1914 und 1918 als Soldat des 4. Infanterieregiments Nummer 103 aus Bautzen im Ersten Weltkrieg gewesen. Und jetzt kommt das Besondere, er hat zwei Skizzenbücher geführt. Und in diese beiden Skizzenbücher sind 47 Skizzen eingegangen, die seine Sicht auf den Ersten Weltkrieg und seinen Einsatz zeigen. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil zeigt, dass Gustav Wolff nach den Ereignissen des Krieges natürlich auch nicht losgekommen ist von seinen Erlebnissen, von den traumatischen Ereignissen. Und er hat ein literarisches Werk eröffnet, in dem die Reflexion des Geschehens zum Ersten Weltkrieg eine wichtige Rolle gespielt hat. Und wir wollen einfach zeigen in der Ausstellung, wie Gustav Wolff letztendlich das Thema Krieg im zweiten Teil der Ausstellung, wie gesagt, das Thema Krieg im Kopf bewegt hat und wie er sich das in Gedichten und Erzählungen niedergeschlagen hat. Es sind also Zeichnungen und Texte gleichermaßen. Es gibt eine Zusammenarbeit mit dem Mühlhäuser Museum. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Wir haben 2015 im Haus eine Lesungveranstaltung, wo Feldpostbriefe eine Rolle gespielt haben, die Bautzener Soldaten ihren Lieben daheim geschickt haben und wo sie sozusagen von dem Einsatz im Ersten Weltkrieg berichtet haben. Und im Vorfeld dieses Ereignisses ist ein Herr zu uns gekommen, der stellte sich als Herr Winfried Wolff vor und sagte, er wäre der Sohn von Gustav Wolff und er hätte jetzt Material zum Ersten Weltkrieg, was vielleicht die Lesung bereichern könne. Und darüber hinaus wolle er uns aufmerksam machen über eine Ausstellung in den Mühlhäusener Museen, die letztendlich Gustav Wolff mit seinen Kriegszeichnungen in den Blick genommen haben. Dann sage ich mal, ist es ja gute Tradition bei Ihnen im Haus, dass es zu den Ausstellungen hier umfangreiche Begleitveranstaltungen gibt. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen. Ja, wir haben also ausgehend von der Ausstellung natürlich ganz verschiedene Ebenen reingebracht, wo wir das Geschehen erweitern, vertiefen wollen. Und dazu gehören natürlich auch Begleitveranstaltungen. Es wird Führungen geben, es wird einen Vortrag geben, wo wir das 4. Königlich Sächsische Infanterieregiment Nummer 103, also eben jenes Bautzener Regiment, wo Gustav Wolff auch gedient hat, mit seinem Einsatz im Ersten Weltkrieg letztendlich auch vorstellen wollen. Und es wird zum Zweiten eine Begleitveranstaltung geben, eine umfangreiche Lesung mit Originaldokumenten, Feldpostbriefe, Erinnerungsbriefe oder Erinnerungsberichte von Bautzener Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, die wir sozusagen als kommentierte Lesung mit sehr viel Bildmaterial den Bautzenern letztendlich auch anbieten wollen. Herr Schulz, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Die Termine für die Begleitveranstaltung und noch mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.museum-bautzen.de.